Hallo Leute, heute habe ich mit euch was ganz Besonderes vor. Und zwar möchte ich mit euch heute ein ganzes Huhn verarbeiten und auch zerlegen. Auf geht's! Wir machen zwei Rezepte, wir werden eine richtig leckere Brühe ansetzen und wir machen Fried Chicken mit einer richtig knusprigen Panade. Vertraut mir, das wird richtig geil. Als erstes nehmt ihr euch jetzt also das Hähnchen, legt das so vor euch, nehmt ein scharfes Messer und dann schneidet ihr hier erstmal rein. Wenn ihr es hier bis unten angeschnitten habt, dann knickt ihr es hier einmal ab, dann kommt der Knochen aus dem Gelenk. Dann könnt ihr hier mit dem Messer reingehen und das so runterschneiden. Als nächstes machen wir jetzt die Flügel. Und zwar kann man das auf zwei Arten machen. Ne? Das ist ja ganz easy. Ihr könnt die Flügel schon weiter vorne abschneiden. Bei manchen Brüsten lässt man ja immer noch ein Stück von der Keule dran. Das wollen wir jetzt nicht, sondern wir schneiden direkt an der Keule ab. Und dann müsst ihr gucken, wo der Knochen lang geht. Und an dem müsst ihr dann einfach lang schneiden. Und dann haben wir hier schon die erste Keule. Und da die zweite. Ich zerteile mir die auch noch. Dann habe ich kleine Chicken Wings. Dann kommen wir jetzt hier zu der Brust. Und zwar laufen ja hier Knochen lang und hier ein Mittelknochen. Da schneiden wir jetzt einmal rein. Schön nah am Knochen bleiben. Und hier können wir auch direkt am Knochen lang schneiden. Dann könnt ihr quasi am Torso mit dem Messer lang. Und jetzt haben wir ja hier noch ein bisschen Fleisch dran gelassen. Das ist nicht schlimm, denn wir verwenden ja alles für unsere Brühe. Als nächstes brauchen wir jetzt erstmal einen Topf. Wir machen eine richtig geile Brühe. Da können wir jetzt schon mal die eine Karkasse hier reingeben. Ihr könnt die auch klein hacken, aber eigentlich braucht das nicht, weil wir bedecken es komplett mit Flüssigkeit. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar, wie entbeint man eine Keule? Weil es ist ja oft so, dass Leute einfach nicht gern vom Knochen essen. So, jetzt haben wir ja hier die Keule liegen. Die macht ja so ein natürliches L. Ihr nehmt den Knochen hier als Führung, wo ihr euer Messer langlaufen lasst. So, und das Ganze macht ihr so lange, bis ihr unter dem Knochen seid. Und dann haben wir ja immer noch mal am Bein hier so einen ganz kleinen Knochen. Auf den müsst ihr wirklich achten, dass ihr den mit rausschneidet. Der ist wirklich schön spitz, schön klein. Den kann man gerne mal verschlucken. So, dann haben wir hier die Knochen schon ausgelöst. Schneiden wir hier ein bisschen dran rum. Dann haben wir hier eine Keule schon komplett entbeint, ohne Knochen, und die können wir dann auch schön frittieren. Und natürlich auch hier nicht vergessen, wir verwenden alles, zack, mit in die Brühe. So Leute, wir werden jetzt die anderen Sachen auch noch ein bisschen kleiner schneiden, weil es nachher einfacher ist, das zu essen und natürlich schneller ist beim Frittieren. Alles hat eher denselben Gargrad. Ihr seht also, wir machen zwei Sachen ziemlich parallel. Wir haben die Brühe schon aufstehen, kümmern wir uns gleich drum. Jetzt ist nämlich eine andere Sache wichtiger. Wir müssen die Hähnchenteile nämlich noch ins Salzwasser legen. Das macht erstens das Fleisch ein bisschen fester. Zweitens zieht der Geschmack schön ins Fleisch ein und damit haben wir einfach viel mehr Power. Das Ganze können wir jetzt so ungefähr für eine Stunde in den Kühlschrank stellen und dann geht es nämlich damit weiter. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt nämlich schön um die Brühe. Ganz wenig Zutaten, das ist wichtig. Ich habe jetzt hier so ein Stückchen Lauch, das können wir damit reinpacken. Den schnippelt er einfach schön grob runter. Das kocht ja ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde. So, dann machen wir hier eine Karotte noch mit hin. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Ingwer. Ich schäle den dafür jetzt nicht. Wir nehmen auch nicht das ganze Stück. Einfach so 3-4 Scheiben grob runtergeschnitten. Wir nehmen jetzt noch eine Knoblauchzehe. Dann kurz andrücken und zack, kann es damit rein. So, dann kommt da noch eine Zwiebel mit dran. Voila! Und das Ganze covern wir jetzt mit Wasser. Und zwar mit kaltem Wasser. Ganz, ganz wichtig. Kaltes Wasser sorgt dafür, dass wir es langsamer hitzen und durch das Eiweiß, was sich im Hühnchen befindet, ja, das bindet die Trübstoffe, die da entstehen, und die kriegt eine wirklich klare Brühe hin. Da haben wir natürlich noch nicht alles getan, was daran muss. Ich habe hier ein bisschen Koriandersaat. Da könnt ihr einfach so einen Esslöffel ist, glaube ich, gut, einfach mit dazugeben. Ach komm, mach mal 2 Esslöffel. So, und Salz ist jetzt auch schon mal gut. Salz laugt aus, also zieht es den Hähnchengeschmack schon in die Brühe. So, eine Prise Salz. So, und jetzt können wir es wirklich bei niedriger Temperatur aufstehen lassen. Und ja, dann wirkt der Zauber. Also, das Ding ist, mich nervt das jetzt, dass das da rauskommt. Ich will euch das perfekt zeigen, deswegen jetzt
Es ist alles noch kalt und wir schneiden es jetzt einfach klein. Mir ist egal. Wir sauen jetzt ein bisschen rum, aber so wird es gemacht und scheißegal, ich zeige euch das jetzt. Dafür hier einfach reinschneiden. Und das hier klein machen. Ich kann ruhig ein bisschen knacken, dann ist das alles schön. So, erstes kleines Teil. Jetzt haben wir es alles ein bisschen kleiner. Jetzt ist alles von der Brühe bedeckt. Der ganze Geschmack geht gleich rein. Wir müssen nichts mehr umdrehen. Viel besser. Ich kann heute Nacht ruhig schlafen, weil ich habe es richtig gemacht. Weißt du, sonst gucke ich mir das Video später an und denke mir, oh Mann, warum habe ich es nicht gemacht? Aber jetzt haben wir es. Viel besser so. Viel besser. Also hier fängt es jetzt langsam an zu kochen. Hier seht ihr den Schaum. Den müssen wir jetzt runternehmen. Und zwar wirklich nur die oberste Schicht. Wenn ihr da ein bisschen Koriander mit wegnehmt, ist nicht so schlimm. Den haben wir jetzt noch auskochen lassen. Wenn das jetzt hier wirklich kocht, so wie hier, können wir es runterstellen. Und dann können wir das noch mal so eine halbe Stunde wirklich vor sich hin simmern lassen. Und dann gucken wir immer mal wieder rein. Und wenn sich da ein bisschen Eiweiß absetzt, dann schöpfen wir es einfach wieder ab. Komm. Und sitz. Platz. Platz. Das ist eine Feine. Und bleib. Mal gucken, wie lange sie bleibt. So. Wir stellen das jetzt schon mal zur Seite. Das kann jetzt so langsam vor sich hin simmern. Da haben wir schon eine richtig geile Brühe. Da geht es später weiter. Wir machen jetzt die Panade für unser Fried Chicken. Ganz easy Nummer. Dafür brauchen wir jetzt 300 Gramm Mehl. Dann habe ich hier 1 Esslöffel Knoblauchpulver. Kann man schon direkt mit dran machen. 1 Esslöffel geräucherte Paprikapulver. Geräuchertes Paprikapulver. Achtet darauf, welches ihr nehmt. Ich nehme jetzt das scharfe, weil es gibt einfach mehr Power. Ungefähr 1 Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Stärke. Dann verrühren wir das Ganze jetzt. Dann brauchen wir noch eine Schüssel. Dann nehmen wir jetzt die Buttermilch. Dann brauchen wir 2 Eier. Und flupp. Und eine Sache machen wir jetzt noch mit dran. Und zwar habe ich hier Worcestersoße. Worcester. 5-6 Tropfen. Panade fertig. Dann können wir jetzt nämlich unser Chicken rausholen. Das werden wir jetzt erstmal ein bisschen trocken machen. Das war jetzt ungefähr so 40, 50, 60 Minuten drin. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, keine Ahnung. Also was ich euch gleich als Tipp geben kann, nehmt euch auf jeden Fall ein Backblech. Das brauchen wir so oder so zum Panieren, zum Frittieren. Wir müssen es irgendwo raufpacken. Das ist ja auch ein bisschen was. So saut ihr am wenigsten rum. Das könnt ihr immer ganz gut handeln, zeige ich euch aber. Bisschen abtropfen könnt, das ist aber auch kein Problem, wenn es nass ist, weil dann haftet nämlich das Mehl oder unsere Mische in dem Fall besser an dem Fleisch. Wir müssen aufpassen, dass hier die kleine Eierdiebin das nicht klaut. Ja. Als nächstes, was ihr schon mal vorbereiten könnt, ihr braucht einen Topf und ihr braucht Öl. Ich habe jetzt hier einfach Pflanzenöl, ob ihr Rapsöl nehmt oder Sonnenblumenöl, ist eigentlich egal, beides kann man super gut erhitzen. Dann können wir das Öl schon aufstellen, nebenbei, dass es ein bisschen warm wird. Und zwar wird es jetzt alles einmal durch Mehl gezogen. Ja, wieder ein bisschen abklopfen. So, zack, zack. Und dann erstmal zur Seite gepackt. Bei der Frittiermethode oder bei der Panade nehmen wir jetzt ein bisschen was von der Buttermilch und packen das mit an unser Mehlgemisch hier ran, so dass es so leicht klumpig wird. Wird so oder so, also keine Angst, ihr werdet da nichts falsch machen. Ne? Da haben wir jetzt hier so ein paar kleine Klumpen drin. Das wird nämlich nachher schön knusprig. Und jetzt haben wir ja hier unsere Buttermilch. Jetzt wird's geil. Da tunken wir jetzt hier unsere Sachen ein. Und dann kommt es hier wieder in die Mische zurück. So, stellen wir jetzt aber nochmal zur Seite, weil wir kümmern uns jetzt nochmal kurz um die Brühe. Die hat jetzt ein bisschen hingesimmert. Ich habe zwischendurch jetzt vielleicht einmal nochmal mit der Kelle ein bisschen Eiweiß abgenommen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kombu-Alge. Die gibt richtig schön Geschmack. Die lassen wir jetzt wirklich wie bei so einem Tee einfach so 3 Minuten, 4 Minuten da drin ziehen. Die gibt nochmal so richtig geilen Geschmack ab. Jetzt geben wir ungefähr nochmal so 2-3 Esslöffel Sojasauce mit dazu. Lassen das Ganze wirklich ziehen bei niedriger Temperatur und dann passieren wir es auch schon. Sollen wir in den 2-3 Minuten noch so einen fixen Dip machen? Würde ich sagen, oder? So ein kleiner Dip ist, glaube ich, ganz nice. Also, wir nehmen jetzt hier Mayonnaise. So einfach so ein Klecks. Ich würde sagen, das sind so 150 Gramm. Sriracha ist immer gut, ne? Ein bisschen Schärfe. Guck dir das an. Sieht ein bisschen aus wie so Erdbeersoße irgendwie über so ein Eis. So, ganz bisschen Korianderpulver. So,
Dann natürlich Sojasauce. Was haben wir denn hier sonst noch so? Hier. Alles noch zu. Alles noch zu. Ich habe gerade erst wieder meine Asia-Reserve aufgestockt. Ich muss noch nicht mal ein Feuerzeug einstecken. Ne? Hier. Dann ein bisschen Sesamöl. Geröstet natürlich. Und ich finde so ein bisschen Knoblauch auch noch geil. Ans Süßchen. Limettensaft. Ein paar Spritzer einfach, ne? Und jetzt gehen wir zurück zu unserer Brühe. Jetzt brauchen wir noch einen Topf und ein Sieb. Jetzt können wir das nämlich direkt schon umschütten und dann sind wir durch. Jetzt guckt euch bitte diese Brühe an. So, und jetzt probieren wir. Boah, die hat richtig schön Power. Das Hühnchen kommt schön durch. Weißt du, wir haben das ja auch richtig schön klar gehalten. Nicht zu viele Geschmäcker rein. Und du schmeckst wirklich jede einzelne Zutat noch raus. Deswegen tipptopp. Jetzt könnt ihr die entweder direkt weiterverarbeiten und euch dazu ein paar Nudeln machen. Oder ihr friert sie euch einfach ein. Ja, vielleicht in Eiswürfelform. Dann könnt ihr immer so ganz kleine Portionen abnehmen. Wenn mal wieder im Rezept steht, neben 3 Esslöffel Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, dann hast du was da. Oder ihr macht halt so literweise euch das weg. Ich meine, wir haben hier 2 Portionen Nudelsuppe. Könnt ihr euch einfrieren und ihr habt immer was da. Und es geht mega einfach und schnell. Auftauen, aufkochen, fertig. So, machen wir hier nochmal kurz sauber, weil ihr wisst ja vielleicht, ein sauberer Arbeitsplatz ist ein sicherer Arbeitsplatz. Jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten, also zu Teil 2. Und dann können wir endlich essen. Ich habe jetzt echt richtig Heißhunger. Wir frittieren jetzt dabei das Öl, was wir natürlich schon vorgeheizt haben, auf Temperatur bringen. Und zwar können wir das auch direkt schon mal checken, ob es heiß genug ist. Dafür könnt ihr hier so einen Holzlöffel nehmen und haltet den einfach mal rein. Und wenn da Blasen hochsteigen, so wie hier, dann ist es ready und wir können direkt anfangen. Als wenn wir es so gewollt hätten. Bereitet euch schon mal einen Teller vor, wo die Sachen, die fertig sind, raufkommen mit so einem Tuch. Als zweites mit Zange. Jetzt ist wichtig, darauf zu achten, welche Teile packt man jetzt zusammen. Die ohne Knochen, also das Filet, die ausgelöste Keule, das muss zusammen frittiert werden, weil es hat denselben Garpunkt. Genauso auch die Chicken Wings oder alles andere mit Keule. Also achtet da ein bisschen drauf, alles was dieselbe Größe hat, kann zusammen in den Topf. Und jetzt geht's los. Oh. Achtet darauf, dass das Fett nicht so heiß ist, aber auch nicht zu kalt. Also ich lasse es jetzt auf mittlere Stufe stehen. Ich glaube, so 175 Grad wären gut. Also wenn ihr es mit Thermometer machen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt jahrelange Erfahrung als Koch. Ihr wisst schon Bescheid. Aber so gehen wir jetzt peu à peu alles in die Fritte. Guckt dir das an. Goldbraun, so muss es sein. So, und wir machen immer 3 in den Topf. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt und jetzt ist es endlich soweit. Wir können probieren. Also was heißt wir? Ich. Ich nehme jetzt hier, ich weiß nicht, womit fange ich an? Was habe ich? Wo habe ich Bock drauf? Ich probiere es halt erstmal ohne Soße. Geil saftig. Knusprig. Geiler Scheiß. Wirklich richtig gut. Ich esse schon kurz auf, weil ich habe echt Hunger. Und dann machen wir die Verabschiedung. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was ihr aus einem Huhn wirklich rausholen könnt. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kocht fleißig nach. Ihr findet das Ganze auf meiner Website, also deepfriedtiger.de anklicken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein. Ciao. Ich esse jetzt einfach weiter. Habe ja noch ein bisschen was vor mir. Freunde, macht's gut. Oh. Voll geil.